Einen wunderschönen 2. Dezember. Vielen Dank fürs Einschalten. Das Spiel geht hier weiter. Und zwar heute mit dem Apple Leather Wallet. Dieses kleine Rucksack-Portemonnaie, das war schon im letzten Jahr hier ein Thema. Hält 3 Plastikkarten, Kreditkarten und hält magnetisch auf der Rückseite von MagSafe-kompatiblen iPhones. Und ich hatte das letztes Jahr hier schon im Video. Dieses Jahr gibt es eine Erweiterung von dem MagSafe. Letztes Jahr ist vorgestellt worden, dieses Jahr schon eine neue Version. Das ist Version 2 mit der Wo-Ist-Integration. Die Wo-Ist-Integration, die ist nicht zu verwechseln mit AirTags. Leider. Das lässt sich nicht einfach aufspüren, so wie man einen AirTag aufspüren würde. Sondern da ist einfach ein NFC-Chip drin. Der speichert so eine Telefonnummer von euch. Das heißt, wenn es verloren wird, dann kann jemand das an sein iPhone halten und kann euch anrufen und kann sagen, hey, ich habe da so ein Portemonnaie, wenn das erkannt wird, gefunden mit 3 Plastikkarten und vielleicht möchtest du die wieder haben. Die Wo-Ist-Integration geht aber auch so weit, dass es in die App integriert wurde. Das heißt, wenn es denn am iPhone magnetisch hält und abgezogen wird, dann bekomme ich nach einer gewissen Zeit eine Benachrichtigung, dass dieses Portemonnaie, dieses Rucksack-Portemonnaie, nicht mehr an eurem iPhone klebt. Das ist eine simple Push-Benachrichtigung, da kann man nicht viel mit anfangen. Das iPhone merkt sich allerdings den letzten Standort. Immerhin. Das heißt, wenn ich dieses Portemonnaie hier in der Arbeit vergesse, dann kann ich das zumindest einsehen. Aber wenn ich es irgendwie auf der Straße verliere, dann ist es nicht so, dass es leicht aufgefunden werden kann. Trotzdem, kleiner Fortschritt, diese Wo-Ist-Integration von einem Produkt, was ich letztes Jahr bereits hervorragend fand. Letztes Jahr habe ich es noch so als Erweiterung beschrieben von meinem normalen Portemonnaie. Mittlerweile gibt es kein normales Portemonnaie mehr. Fortschritt passiert manchmal sehr schleichend. Das ist jetzt mein Portemonnaie der kleinen Zukunft, die schon so, ja, so halb da ist. Es ist noch nicht alles digitalisiert, aber so mit 2-3 Karten komm ich durchs Leben. Das ist Apple Leather Wallet. Jetzt kam gerade die Benachrichtigung rein. Ein Portemonnaie wurde abgezogen. Diese Benachrichtigungen, die können schon ein bisschen viel werden, weil die passieren halt, sobald das abgezogen wurde, sind es eine relativ dumme Benachrichtigung. Trotzdem ein bisschen Fortschritt. Wie gesagt, ansonsten mag ich das Produkt sehr und die Erweiterung ist sicherlich nett. Und wenn ihr so ein Leather Wallet in Erwägung zieht, dann achtet darauf, dass ihr die 2. Generation mit der Wo-Ist-Integration kauft. Die ist auf jeden Fall besser als Version 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen am 3. Dezember. Genau an dieser Stelle wieder.